Im Mai erblickte das erste Kind von Annemarie und Wayne Carpendale das Licht der Welt. Seitdem sind vor allem die Fans der frisch gebackenen Mutter verrückt nach dem kleinen Fratz. Jetzt spricht sie erstmals ganz offen über die Geburt und gibt spannende Details preis. Sie schwelgen im himmlischen Babyglück. Annemarie, 40, und Wayne Carpendale, 41, sind seit wenigen Monaten Eltern eines entzückenden Sohnes. Wie der kleine Carpendale-Sprössling heißt, möchten die stolzen Eltern bislang nicht verraten. Auf ihren Instagram-Accounts nennen sie ihn daher liebevoll Mini C. Mit zahlreichen Babyschnappschüssen begeistert das Paar ihre ganze Feengemeinde. Im Video oben seht ihr ein Foto von ihrem süßen Baby, für das es reihenweise Komplimente regnete. Jetzt spricht Annemarie erstmals über die Geburt ihres Sohnes. Wie sie den Moment empfunden hat, ob sie eine natürliche Geburt oder einen Kaiserschnitt erlebt hat und ob sie sich ein weiteres Kind wünscht, erzählte sie in den TV-Sendungen Sat. 1 Frühstücksfernsehen und Endlich Feierabend. Ich fühle mich eigentlich richtig gut. Ich habe noch nie so lange Urlaub gehabt wie gerade, gab die 40-Jährige zu. Das sieht man ihr auch an. Auf Instagram zeigt Annemarie stolz ihren super schlanken After-Baby-Body. Ihre tolle Figur seht ihr im Video unten. Tatsächlich schien der Gedanke an die Geburt ihres Söhnchens der TV-Moderatorin im Vorhinein einige Sorgen zu bereiten. Ich glaube, das ist bei jeder Frau so, dass diese Geburt ein Leben lang so ein schwarzes Loch ist, vor dem man riesen Respekt und irgendwie Angst hat und denkt, um Gottes Willen, wie soll ich das nur schaffen? Fragezeichen Apostroph. Überraschenderweise lief das freudige Ereignis für Annemarie dann doch relativ gelassen ab. In dem Moment, in dem es losgeht, ist man total entspannt. Also zumindest war es bei mir so. Ich habe meinen Mann die ganze Nacht schlafen lassen erstmal, habe ihn morgens geweckt und gesagt, du, Schatz, ich glaube wir müssen in die Klinik. Und er so, was, wie, wo, was, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Fragezeichen Apostroph. Ich wollte, dass einer ausgeschlafen ist heute Nacht und dass einer fit ist gleich bei der Geburt. Und dann hatte ich schon alle 3,5 Minuten Wehen und dann ging's los in die Klinik. Also in dem Moment ist man irgendwie, aus irgendeinem Grund, die Ruhe selbst. Wayne Carpendale, Papa sein ist ein Kinderspiel für ihn. Im Video unten zeigen wir euch, wie groß der kleine Mini C bereits geworden ist. Auch, wenn die attraktive Blondine die Ruhe bewahren konnte, schien die Geburt dennoch ziemlich schmerzhaft gewesen zu sein. Denn sie verrät, ihr Söhnchen kam nicht mit einem Kaiserschnitt zur Welt. Ich wollte einfach mal probieren, dieses Geburtserlebnis zu erleben. Es war zumindest ein Wunsch, eine Wunschvorstellung oder ein Traumpunkt, aber ich hätte es nicht aufbiegen und brechen gemacht. Also wenn jetzt irgendwas gewesen wäre, wo man sagt, ah Mensch, irgendwie, das könnte jetzt eng werden, im wahrsten Sinne des Wortes, dann hätte ich das jetzt nicht erzwungen. Aber ich glaube, jeder hat so eine Vision von seiner Geburt und ich hätte das gerne mal erlebt und jetzt habe ich es erlebt und es war das Schrecklichste und Schönste auf der Welt. Die Schmerzen der Geburt waren sicher beinahe unerträglich. So schmerzhaft, dass Annemarie sogar ihrem Wehen folgendes sagte, merk dir, das mache ich nie, nie, nie wieder. Schreib das auf. Erinnere mich. Doch so schlimm die Schmerzen auch gewesen sind, alle Leiden schienen plötzlich vergessen, als Annemarie ihr süßes Söhnchen in den Armen halten konnte. Am Abend habe ich gesagt, ich will nochmal Ausrufezeichen Apostroph. Im Video unten zeigen wir euch, wie niedlich der Carpendale-Nachwuchs im King-Size-Bett schlummert. Doch wie sieht es eigentlich mit dem Klischee aus, dass Frauen bei einer Geburt viel schreien? Ich habe eigentlich nie geschrien, muss ich sagen, gestand die 40-Jährige. Wir freuen uns über die spannenden Details der Geburt ihres ersten Söhnchens und sind schon gespannt, wann wir uns für die Carpendales über weiteren Nachwuchs freuen dürfen. Im Video unten seht ihr, wie die Carpendales ihr Söhnchen so deutlich wie nie zuvor zeigen.